Hallo zur Tutorial-Reihe zu dem Mod Cosplay. Wir waren bei den ersten drei Arten, die wir einstellen können. Hier die nächste Art wäre Düngen und Säen. Düngen und Säen können wir hier jetzt natürlich noch nicht, da wir keine Direktsaat haben. So, hier sehen wir im Übrigen, der Überlader wartet jetzt wieder auf seinen Einsatz beim Drescher und der Abfahrer hier wartet, bis er wieder voll genug ist. Das läuft also alles vollautomatisch ab und wir werden uns jetzt einfach mal ein weiteres Feld kaufen, um diesen Dünge- und Säkurs zu benutzen. Da haben wir den Kauf-Icon. So, und dann werde ich euch die Überführung auch noch gleich mit zeigen. So, einmal kaufen wir uns hier das Feld. Sie können sich das momentan nicht leisten. Das haben wir gleich. So, dann können wir uns das leisten. Gut, dann haben wir also das Feld. Das könnten wir dann düngen und könnten es auch mit Saatgut befüllen. So, zum einen werden wir jetzt mal hingehen, werden hier einen Kurs beginnen. Fahren hier einfach mal ein Stück lang. Das könnte jetzt zum Beispiel sein vom Hof zum Feld XYZ. Am Feld angekommen, Aufnahme beenden. So, jetzt wollen wir vom Hof noch ein paar Fahrzeuge nachkommen lassen. Stellen wir also auch bei denen diesen Kurs ein. Sagen Kurs am ersten Wegpunkt beginnen, Überführungskurs. Abfahrer einstellen. Und wenn der nicht endlos im Kreis fahren soll, sagen wir jetzt am letzten Wegpunkt oder Trigger warten. Das heißt, dann fährt er bis zum Endpunkt und dort wartet er dann. Das heißt, da können wir dann wieder sagen, okay, Fahrer entlassen, jetzt haben wir unser Fahrzeug da, wo wir es wollen. So, kommt also hier an. Ich tue das nochmal deaktivieren, um euch zu zeigen, was dann passiert. Er erreicht den Endpunkt und fährt über direktem Weg zum Anfangspunkt. Jetzt aktivieren wir das Ganze. Ich steige aus, damit wir das sehen können. Er fährt jetzt hier leider ziemlich langsam, aber er fährt voran, wird zum ersten Punkt fahren und dort dann eben bis zum Endpunkt. Und wenn wir uns jetzt mal die Karte öffnen, sehen wir also, wir haben bei dem jetzt zum Beispiel, das ist der blaue CP, haben wir den Kurs nicht gespeichert, also keinen Namen eingegeben. Dementsprechend wird dort angezeigt, temporärer Kurs. Das Ganze ist auch beim Überlader, der im Moment eben auch keinen Namen für seinen Kurs hat. So, wir machen das wieder klein. Wir sehen, der Überlader hat seinen Punkt wieder erreicht und fährt jetzt wieder von dort aus weg. Da bekommen wir also immer wieder Meldung. Und hier sehen wir jetzt, er hat das Ende der Route erreicht. Das heißt, hier können wir jetzt dementsprechend sagen, entweder Abfahrer entlassen, wir können auch STRG und 7 drücken. Und dann ist er auch entlassen. So, den Kurs können wir jetzt löschen. Jetzt nehmen wir uns die Sämaschine, um diesen Düngen und Säen Kurs einzufahren. Und da werden wir dann zwei Sachen sogar benötigen. Oh, mal schauen, dass wir nicht hier im Weg sind. So, einmal holen wir uns hier die Saatmaschine und werden uns natürlich auch noch ein Gewicht vorne dran hängen müssen. Da haben wir hier aber ja ein paar rumstehen. So. Und jetzt können wir also schon mal hingehen. Wir schauen auf der Karte 9, das Feld, was wir uns gekauft haben, ist Feld 15.
Das heißt, wir gehen jetzt auf Düngen säen und bekommen hier ein neues Icon eingeblendet. Oder beziehungsweise vorher war es so grau unterlegt, dass wir es eben nicht benutzen können. Das klicken wir jetzt an und jetzt laden wir den Feldrandkurs. Wir müssen also nicht wie früher bei Curseplay erstmal eine Feldumrandung machen, sondern die wurde ja automatisch gescannt. Haben wir zu Spielbeginn eingestellt. Nehmen hier Feld 15, können das hier übers Auge uns auch nochmal anzeigen lassen, sehen, ja, da ist das richtige Feld umrandet. Können uns auch hier ausrechnen lassen, wie viel Saatgut der da denn wohl verbraucht. Dann Arbeitsbreite. Können wir hier mit Plus, Minus oder auch mit dem Mausrad einstellen. Wir können aber auch hingehen und auf diesen Rechner tippen und dann wählt er automatisch eine passende Breite aus. Startecke und Startrichtung. Da öffnen wir uns die Karte. Wenn wir in Erdkunde aufgepasst haben, wissen wir, auf so einer Karte ist immer oben Norden. Das heißt, dementsprechend ist rechts Osten, unten Süden und links Westen. Wir wollen jetzt an dem Eck auch starten, an dem wir hier stehen. Das wäre also dann Nordosten und Fahrtrichtung Süden. Also, ups, falsche Taste, sorry. Nordosten, Fahrtrichtung Süden. Am Startpunkt enden, wenn wir also wollen, dass er am Ende wieder zum Startpunkt zurückfährt, sagen wir hier aktivieren. Wenn wir sagen, nee, brauchen wir nicht, deaktivieren. Hier können wir uns dann auch noch Vorgewende einstellen lassen. Lass ich jetzt erstmal weg. Und hier den Kurs generieren. So, dann sehen wir, haben wir hier automatisch einen Startpunkt. Und jetzt müssen wir schauen, wo er endet. Da können wir auch hier mal, indem wir jetzt alle anzeigen lassen, da sehen wir also hier wirklich ein wildes Bild, wo er überall lang fährt und sehen, ah, hier unten endet er. So, das ist wiederum wichtig, weil jetzt fahren wir noch einen zusätzlichen Kurs ein. Das heißt, diesen Kurs speichern wir jetzt erstmal unter Saat, mehr unter 15 Saat. Na, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Da bin ich auf die Enter-Taste gekommen. Also das löschen wir nochmal und speichern den nochmal neu unter 15 Saat. Saat. So. Speichern. So, das Speichern dauert einen kleinen Tick. Er hat ja hier sehr viele Punkte abzuspeichern. Kann denn jetzt hier aus unserem temporären, also unserem aktuell geladenen erstmal rauslöschen, stelle mich nun hier hin und beginne einen neuen Kurs aufzuzeichnen. Mit dem werde ich jetzt am Saatguttank vorbeifahren, wo er also sein Saatgut dann wieder auffüllen soll, wenn es denn leer ist. Dort werden wir auch ein ganz klein wenig Saatgut schon mal in die Maschine reinfüllen, aber nicht so viel, damit wir auch sehen, ob das Ganze funktioniert. Wenn wir die Maschine also gleich ganz voll machen, braucht er uns erstmal zu lange, bis er leer wird. Und das würde natürlich zu sehr langweilen, so lange das Video laufen zu lassen. So, er muss also hier vorbei. Ich muss natürlich auch das auswählen. Lassen also ganz klein wenig befüllen. So, und dann werden wir hier zwischendrin durchfahren und hier wieder zurück. So, und hier haben wir jetzt natürlich das Ding. Wir sehen, die Punkte sind schön nebeneinander, weil ich mich beim Fahren halbwegs rechts halte. So, jetzt haben wir hier natürlich ein bisschen Verkehr. Curseplay erkennt den Verkehr so gut es geht. Ab und zu gibt es da mal Probleme, dann heißt es, er steckt im Verkehr fest und man sieht, er hat einen Unfall gebaut oder ähnliches, aber meistens funktioniert es. So. Hier speichern wir das Ganze. Das Ganze können wir
jetzt einfach speichern unter 15 Saatgut auffüllen. Speichern das Ganze, löschen. So, und jetzt gehen wir hin, laden uns 15 Saatgut und kombinieren das, und deswegen hier das mit dem Plus, das Icon drin, kombinieren das mit Saatgut auffüllen. Stellen ein, die Kursart Saatgut düngen und sagen Abfahrer einstellen. Wir sehen, er fährt hier hin. Spurreißer automatisch, das heißt, haben wir jetzt gesehen, er klappt es aus und lässt hier den Spurreißer neben sich herfahren. Funktioniert wunderbar. Er verbraucht dabei Saatgut. Also das auf jeden Fall wichtig. Wer es also gewohnt ist beim Helfer, auch den kann ich auch mit leerer Saatmaschine losfüllen. Bei Cosplay funktioniert das nicht. Der verbraucht Saatgut und deswegen haben wir ihm ja den Kurs gegeben zum Auffüllen. Wir könnten natürlich auch mit einem Servicewagen uns hier ans Feld stellen und könnten jedes Mal, wenn er leer wird, dann eben dorthin fahren und auffüllen. So, jetzt haben wir ein klein bisschen Zeit und können den stoppen, um Geld zu sparen. Können den hier stoppen, um Geld zu fahren, denn der Drescher ist mit dem Feld fertig, da passiert nichts mehr. So, dann gehen wir wieder hier zurück und sehen, oh, jetzt ist er gleich leer. Und da ist er leer. Und jetzt fährt er also automatisch zu dem Punkt, an dem hier sein Saatgutkurs fertig ist. Und an dem, ich schalte jetzt hier mal alle Wegpunkte wieder aus, denn das ist ja doch ein bisschen viel. So, wir machen einfach mal Anfang und Ende. Oder wir machen ohne Kreuzungspunkte. So machen wir. Und hier stelle ich mal wieder auf rechte Maustaste zurück. Und stellen hier mal auf Straße Rundumleuchte und Warnblinker. Denn den Warnblinker sollten wir ja eigentlich sehen können. So, er fährt jetzt halt recht langsam. Warum fährt er so langsam? Ist auch klar, er hat hier auf dem Feld maximal 15 km/h. Das heißt, wir können dem natürlich hier auch hochdrehen und dann fährt er schneller übers Feld. Und hier auch, das Cursplay erkennt automatisch, das Fahrzeug kann nicht schneller als 43 fahren, also kann ich auch nicht mehr als 43 einstellen. Bei der Straße steht 50. Drehe ich hier am Mausrad, geht es automatisch auf 43 runter, denn das ist das Maximum. So. Dann schließen wir das Ganze wieder und wir sehen auch, der Warnblinker ist an, denn er befindet sich auf der Straße. Hätte der Traktor eine Rundumleuchte, wäre auch diese an. Da hat er kurz abgebremst, weil er gemerkt hat, da befindet sich KI-Verkehr und wollte dementsprechend schon langsam werden, um nicht aufzufahren, aber da die abgebogen sind, hatte sich das Problem dann doch schon erledigt. So, jetzt fährt er hier zu unserem Saatgut. Und füllt das Ganze automatisch auf. Dann fährt er natürlich wieder zurück zum Feld. Ich hoffe, er kommt hier durch und bleibt nicht am Grubber oder am Gewicht hängen. Nein, das funktioniert. Haben wir Glück gehabt. So, dann einmal bitte zurück ans Feld. Und hier, ich klatsche in die Hände, ich fahre nicht selber, sondern das macht Cursplay. So, dann ist er gleich am Feld. Dann schauen wir uns noch kurz an, wie er diesen Kurs, die Saat, dann eben weiterführt. Er merkt jetzt also, okay, hier ist jetzt mein Auffüllen Ende. Gut, da das Gelände da ein bisschen uneben war, ist er so ein bisschen jetzt ins Straucheln gekommen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt hat er sich gemerkt, wo war ich mit Säen fertig, weil meine Saatmaschine leer war, und fährt automatisch jetzt dort an dem Punkt. Er merkt, er ist nicht mehr auf der Straße, deswegen hat er ausgeschaltet. Und jetzt sehen wir, was das Problem ist, wenn der auf dem Feld so schnell unterwegs ist. Er hat eine kleine Lücke gelassen,
weil er es nicht geschafft hat, rechtzeitig abzusenken. Das heißt, es ist schon vorteilhaft, dem die Geschwindigkeit auf dem Feld eher gering zu lassen, damit das auch soweit alles wunderbar funktioniert. Kostet uns, wenn wir unsere Curseplay-Fahrer auszahlen, halt ein paar Euro mehr. Dafür haben wir nachher eben möglichst keine Lücken auf dem Feld. Das Gleiche in Grün funktioniert auch so mit dem Düngerstreuer oder auch der Düngespritze. Da müssen wir natürlich zum Auffüllen nicht unser Saatgutlager anfahren, sondern das Düngerlager. Sollte soweit eigentlich auch mit einem Güllestreuer funktionieren. Mit einem Miststreuer haben wir natürlich das kleine Problem, wenn wir da einen Punkt zum Auffüllen suchen, dass wir dort dann eben ein Mistlager oder so bräuchten, wo wir also ein Förderband zum Beladen haben. Denn sonst kann der ja nicht beladen werden, sondern wir bräuchten wieder was Zusätzliches. Da müssten wir dann vermutlich auch einfach mit einem Haltepunkt arbeiten, weil er ja keinen Trigger findet, wo er merkt, okay, hier wirst du jetzt aufgefüllt. Das sollte aber eigentlich zu diesem Punkt reichen. Also haben wir in diesem Teil des Tutorials einmal den Überführungskurs uns angeschaut und den Saat- und Düngerkurs. Das heißt, wenn wir jetzt der Reihe nach weitergehen, lassen wir den mal weiterarbeiten, haben wir hier Feldarbeitkurs und den schauen wir uns dann im nächsten Tutorial-Teil an. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao, ciao.